Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Ich sollte besser Tutorial-Serie sagen, denn ich habe ja vereinzelt Videos hochgeladen über die Einzelteile einer CPU. Was ich jetzt machen werde, ist einfach sagen, wie man das verknüpft und wie man jetzt wirklich eine CPU baut. Also, wenn ich in dieser Serie sage, wir bauen ein Memory Register, dann müsst ihr nicht fragen, ihr könnt natürlich, aber ihr müsst nicht, ihr erspart mir Arbeit und euch Zeit, was ein Memory Register denn ist, denn ich habe vereinzelt Videos über die Sachen gemacht. Schaut euch also zuerst auf unserem Kanal um, ob ihr das Video findet und das die Frage klärt. Wenn ihr wirklich keine Ahnung habt oder ich es noch nicht erwähnt habe, dann brecht euch keine aus der Krone, wenn ihr einfach mal fragt. Also, fragen könnt ihr immer. Ne? Jo. Ich habe gerade angefangen, aber das ist relativ leicht zu erklären. Ich werde diese CPU nicht wirklich kompakt, also ich versuche es doch mal, aber ich bin sowieso nicht der kompakt bauen kann. Ich gehe einfach mal ein bisschen auf Geschwindigkeit. Ich versuche diese CPU ein bisschen schneller zu machen, was automatisch auch wieder dazu führt, dass wir es ein bisschen kleiner machen werden. Wegen dieser 15 Block Redstone-Regel. Ja, ich werde öfter vorspulen und einzelne Stellen rausschneiden, aber erst nachdem ich etwas Unbekanntes geklärt habe. So, wir fangen direkt mit der Zentraleinheit, der ALU an. ALU, arithmetisch-logische Einheit. Um ein auf YouTube umgehendes Vorurteil, beziehungsweise wie auch immer man das nennt, gleich mal außer Kraft zu setzen. Eine ALU ist kein Taschenrechner. Mehr oder weniger. Eine ALU kann mehr als Plus und Minus. Wenn ihr was mit Plus und Minus habt, dann ist das keine ALU. Wo ist die Logik? Plus und Minus ist arithmetisch. Deswegen auch arithmetisch-logische Einheit. Logisch wäre sowas wie AND und XOR. Das wird unsere ALU können. Also, wenn irgendein Mensch auf YouTube behauptet, er hat eine ALU gebaut und die kann Plus und Minus, dann ist es leider Gottes keine ALU, sondern ein Addierer, Subtrahierer, wie auch immer. Eine arithmetische Einheit. Brrr. Böse. Also, unsere ALU wird brauchen AND, XOR und ADD. Der Vorteil, die Full Adders sind von mir gebaut worden und basieren auf den echten Full Addern, also auf diesen, nicht auf Minecraft-Style, sondern hier ist wirklich ein XOR-Gate drin, in den anderen auch. Ja, scheißegal, auf jeden Fall ist hier ein XOR-Gate bei den Inputs, das wird mit dem Output nochmal ge-XORed, das wird mit dem Carry-In ge-XORed und der Output des ersten XORs geht in den End, also die echten Full Adder. Wie ihr jetzt mitbekommen habt, werden Sachen geändert und geändert. So, wir haben hier die zwei Inputs. Ich schalte mal auf Adden. Ich erkläre es alles noch, keine Angst. 1 plus 0 ist 1. Was passiert ist, dass es geändert wird mit dem zweiten Input und der hier eigentlich jetzt nochmal mit dem Carry-In geändert werden müsste. XOR heißt, die Inputs müssen verschieden sein, um was auszugeben. Das hier wäre der Carry-In, der ist aus, also Output. Wie wir sehen, das hier ist ein XOR-Gate. Dieser grüne Pfosten hier, der hier, ist ein XOR-Gate. Also, was machen wir, um die XOR-Funktion hinzuzufügen? Wir zapfen den Output ab, bauen ein AND-Gate hin. Das wäre dieses Teil hier. Das ist der Output des XOR-Gates des ersten, der den Full-Adder mitbildet, dieses XOR-Gate. Zapfen also den XOR-Gate-Output ab, führen ihn durch ein AND-Gate zum zweiten Output. Der hier wird jetzt nur gepowert, weil hier was reinkommt. Ich meine, ich könnte jetzt hier einen Repeater setzen, um es deutlicher zu machen. So. Nur der hier ist an. Und ja. Also haben wir hier dieses XOR-Output und zapfen es ab. Vorteil, wir brauchen kein XOR-Gate zu bauen, wir sparen Platz. Noch ein Vorteil, die Ergebnisse sind immer da. Also, ich mach mal kurz den ersten Bit fertig, fertig. Wäre... haben ja dann später hier Register, die die Daten senden. Also die 1 wird gehalten. Der erste Befehl unserer CPU lautet, irgendwas in Register zu schreiben. Danach, erst danach, kommen die Funktionen wie Add, XOR und AND. Also, die Ergebnisse sind schon hier. Die sind hier. Wir müssen jetzt nur noch die Ergebnisse abrufen. 1, XOR 0. Ist es XOR? Das ist XOR. Zack. 1 XOR 0 ist 1. Das XOR leuchtet, das hier leuchtet nicht, aber es wird hier von unten gepowert. Also,
1 Exo 0 leuchtet. So. Output wird gepowert. 1 AND 0 ergibt nichts. Das hier ist das AND Gate. Bestandteil des Exo Gates. Also. Der Full Adder besteht aus Exo Gates. Und ein Exo Gate besteht aus einem AND Gate. Perfekt. Können wir gleich die Inputs, erstmal den hier oben, können wir abzapfen für den AND-Gate-Output und den normalen Output, der eigentlich in das zweite XOR-Gate, können wir auch abzapfen für die XOR-Funktion. So, das heißt, die Ergebnisse bleiben hier und brauchen alle, also maximal mit 8-Bit, maximal 6 Ticks. Was für eine Minecraft-CPU eigentlich wirklich schnell ist. Eine halbe Sekunde. Und 1 plus 0 ist 1. Also, wie wir dieses 1-Bit von diesem XOR, von dieser Alu bauen, zeige ich euch jetzt. Ich spule es einfach vor. Das hier ist der Full Adder. Schaut in die Beschreibung, es kann verwirrend sein, weil ich sowieso scheiße bin im Erklären. Aber ich versuch's einfach, ich will es euch beibringen. Ja, besteht aus XOR, bla bla bla. Schaut einfach in die Beschreibung, da ist ein gutes Bild. Hier ist der Carry-In und hier ist der Carry-Out. Das heißt, wenn ich den nebendran kopieren würde, würde das hier sofort mit dem verschmelzen und das ist modular. Die logischen Funktionen bespreche ich dann genauer im nächsten Video. Im übernächsten geht es dann an die Register ran. Und ich mache hier keinen abgehackten Dinger. Ich mache alles zusammenhängend. Also, dieser Alu wird für die Register benötigt. Also, die Register werden hier dran geheftet, an dieser Alu. Das Schematic könnt ihr euch meinetwegen downloaden. Bis dann.